Danke, Herr Präsident, hohes Haus. Die Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses ist eine Notwendigkeit und auch die Konsequenz aus dem, was wir im ÖVP-Korruptionsausschuss gesehen haben. Leider Gottes ist er zu früh abgedreht worden, aber nichtsdestotrotz war gerade die KOFAG ein Thema, dem wir uns widmen wollten, dem wir uns auch widmen können. Auf der einen Seite gibt es den Rechnungshofbericht, auf der anderen Seite gibt es das VfGH-Urteil. Sie sind nicht auf der Basis der Verfassung gestanden mit ihrem Konstrukt. Und da wollen wir natürlich nachschauen, wo Sie an Ihre Freunde Steuergelder ausgeleitet haben. Ich glaube, das ist ein Symbol dafür, wie der tiefe Staatmarke ÖVP funktioniert. Und genau deswegen muss man da genauer hinschauen. Und natürlich ist ein Herr Benko, Kickerleiner genauso Thema wie ein Herr Wolf. Die grundsätzliche Frage, können Sie es gut beduchte ÖVPler leisten, auf der einen Seite kleine Scheine einzuwerfen bei Ihnen, auf der anderen Seite große Scheine zurückzubekommen. Das wird das Thema sein, wie Ihr Familienverständnis ganz offensichtlich ist, dass wir entsprechend bearbeiten müssen und wo es wirklich darum geht, auch den Steuerzahlern die Aufklärung dazu zu bringen. Es macht irgendwie den Eindruck, dass hier in dieser Bundesregierung, die Grünen machen ja mit, dass irgendwie das Denken vorherrscht, dass man sagt, wir können es uns ja richten, wir machen das mit unseren Freunden, mit dem tiefen Staat, Innenministerium, Justizministerium, Finanzministerium. Das reicht schon ganz genug dazu aus, um eben diesen tiefen Staat auch entsprechend zum Betrieb zu verhelfen. Interessant ist die Reaktion der ÖVP, weil die ÖVP sagt ja immer, sie wird ja von der restlichen Welt verfolgt. Und ich habe heute extra mir die Zeit genommen, auch bei der Pressekonferenz vom Kollegen Hanger dabei zu sein. Und eines ist spannend, und da würde ich, Frau Maurer, vielleicht schauen Sie kurz her, vielleicht haben Sie kurz Zeit, weil was der Kollege Hanger über Sie gesagt hat, war spannend. Er ist heute gefragt worden von einem Journalisten, wie wird denn der Untersuchungsausschuss dann ablaufen? Nicht? Also Ihrer, den Sie eingebracht haben, der Schlumpfuntersuchungsausschuss oder wie der heißt. Ja? Da haben Sie gesagt, wie immer, 4-1. Das heißt, Sie hängen den eigenen Koalitionspartner hinaus und teilen schon mit, kann jeder nachschauen, der es möchte, haben Sie genauso gesagt. 4-1. Das heißt, Sie befinden sich anscheinend gar nicht mehr in einer aufrechten Koalition. Sie wissen schon, dass Sie am Ende des Tages sogar Minderheitenrechte brauchen, weil Sie wissen, dass Sie demnächst eine Minderheit sein werden. Auch das haben Sie schon verstanden, finde ich gut und interessant. Aber nur das, was Sie machen, ist eines der wichtigsten Instrumente des Nationalrates dazu missbrauchen, um beleidigt zu spielen, weil nichts anderes ist der Fall, Kollege Hanger. Sie spielen beleidigt. Und wenn ich mir Ihren Antrag anschaue, dann wird es noch, Sie können gleich genug lachen, ich sage Ihnen ein paar Sachen, ja, dann wird es ja noch umso bunter, abgesehen davon, dass ich jetzt endlich verstehe, warum Sie die Deutschschulung vorantreiben wollen, ja, warum es mehr Deutschkurse geben soll, das ist Ihr Antrag. Der strotzt von Rechtschreibung, Fallfehlern, dass die Tür nicht zugeht. Erstens einmal. Aber das ist ja noch das geringere Problem. Dann haben Sie vorher den Antrag, den Sie irgendwie geleakt haben, wo die Grünen noch drin gestanden sind, da haben Sie mit Copy-Paste die Grünen dann irgendwie herausgestrichen. Deswegen haben Sie ein paar so komische Löcher drinnen in Ihrem Text. Und weil Ihnen keine eigenen Fragen eingefallen sind, haben Sie 1:1 die Fragen vom Kollegen Greiner und von mir in Ihren Text hinüber kopiert, klagen insgesamt übrigens die Bundespolitik an, also sich selbst. Ja. Und das kann ich natürlich verstehen, dass sowas peinlich ist, auch für eine noch staatstragende Partei wie die ÖVP. Ich meine, Sie stellen ja noch den Bundeskanzler. Ja? Wir haben gerade den hinter mir sitzenden, eigentlich Rücktrittsreifen, Präsidenten Sobotka. Und offensichtlich schnitt sich sogar der für Ihren Antrag. Ja? Weil schauen Sie mal Ihren Antrag durch und schauen Sie, was er unterschrieben hat. Der Präsident Sobotka hat Anstand, der hat den Blödsinn nicht unterschrieben. Der hat nämlich da fehlt auf dieser Liste. Ja? Das zeigt, wie tiefgründig Sie arbeiten, wie beleidigt Sie sind. Und ich sage Ihnen eines, stellen Sie sich auch da mal der Realität, stellen Sie sich der Realität und entschuldigen Sie sich bei den Steuerzahlern dafür, was Sie angestellt haben. Das wäre doch einmal der erste Schritt zur Besserung. Was tun Sie stattdessen? Sie gehen her, benutzen das wichtigste parlamentarische Gremium dafür, um beleidigt zu spielen. Kollege Hanger, mir tut es leid, ich weiß nicht, wer Ihnen das angeschafft hat, dass Sie überhaupt so heraustreten müssen, dass Sie das sagen müssen. Und übrigens noch eines, weil Sie da schreiben, also der rot-blaue Machtmissbrauch, nicht? Selbst das haben Sie nicht hingebracht, ist richtig, einmal zumindest zeitlich zu erfassen, ja? Weil wo sind denn die rot-blauen Schnittmengen, können Sie mir das genau sagen? Also in dem Zeitraum, den Sie anstreben, von 2007 nicht. Ja? Das heißt, wenn, dann empfehle ich Ihnen eines, gründen Sie eine Historikerkommission. Es gab tatsächlich einmal die Regierung Sinowatz-Steger, da könnte man nachschauen, aber das haben Sie auch nicht geschafft, dass Sie es reinschreiben.